Wo ich ein kleiner Bub war, bin ich bei meinem Opa gewesen. Und der hat einen Garten gehabt, der war wunderschön, almbunt, allem hat es geblüht und die Leute sind verzaubert geworden. Und ich als kleiner Bub, ich habe mir gedacht, so kannst du ein ganzes Land verzaubern. Meine Lieblingsfrage ist, zu was tust du das? Ich tue das, um die Menschheit zu erinnern an die Wahrheit, die uns eigentlich die Natur gibt. Die Wahrheit ist, die Sachen, was da so wachsen und von denen, was ich auch profitieren kann, die kehren da her, weil sie da wachsen. Und die kehren nicht weg, weil sie da ihren Lebensraum haben. Gleich wie die Tiere. Die Blüte vom Mond verzaubert die Leute. Alle, die das sagen, sind auch so ein Heißel. Der Mohn ist da früher auf jedem Hof gewesen, allem eine kleine Menge, aber jeder hat ihn gehabt. Der Mohn ist das einzigste gewesen, was da an süßen und haltbaren wächst bei uns. Und so hat auch jeder sein eigenes Versüßungsmittel gehabt. Fragen die Leute noch von der Straße aus, was hast du gestern getan, waren 20 Leute bei dir? Sag ich, ja, Mohngärten. Ja, sagen sie, wärst du mit der Hand hin? Sag ich, ja, ich bin ja direkt. Und macht viel mehr Spaß, wie von so einer Maschinenraut zu hüpfen und Nafter zu verhorzen. Vielfalt ist wichtig, weil die... Was lachst du denn jetzt? Das will auch bitte ein Pfarrer, weißt du? Die Natur braucht die Vielfalt, damit allem etwas blüht, zum Beispiel für die Bienen, oder damit man eine Fruchtfolge machen kann, damit der Boden gesund bleibt oder besser wird. Die Insekten brauchen Vielfalt, der Mensch braucht in der Ernährung Vielfalt. Wer langfristig denkt, dasselbe denkt allein mit Vielfalt, weil Monokultur funktioniert eigentlich nirgends auf Dauer. Ja, die Vielfalt ist das, was der Mensch verliert. Ich hoffe, ihr wollt etwas lang nehmen. Thank you.
kann sich einer denken, wenn er vorbeifährt an meinem Feld. Da ist einer, der ist stehen geblieben. Der tut allem noch was, wie vor 50 Jahren. Der tut es auch mit alter Maschine. Der lässt sich nicht rausbringen, tut es echt. Meine ganze Leidenschaft steht da, einfach so viel wie möglich Verbindungen zwischen Tradition, zwischen Menschen, zwischen Natur, zwischen aktuellen Themen oft auf ihn auszugreifen und da auf einen Punkt zu bringen, wo man sagt, das kann nur einer umschauen und sich dabei etwas denken. Wenn wir da das essen, was da wächst, und alles von dem essen, was da wächst, die Sachen, die in Vergessenheit geraten sind, dann haben wir eine ausreichende Ernährung als Mensch. Die Natur um uns lebt gleich von dem, was wir tun, wie wir von dem, was die Natur uns gibt. Wir dürfen das Wissen nicht verloren gehen lassen. Steckt noch in die Alten. Es kann sich einer denken, der vorbeifährt bei der Straße. Da ist einer. Der tut etwas. Das tut keiner. Wer tut etwas, was sich keiner tut? Der, was sich in den Entschluss gefasst hat, irgendetwas zu bewegen.